Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs, wir spielen immer noch Diablo 3 und haben im letzten Part diesen fetten kaputt gemacht. Inzwischen sind wir bei Folge 44 angelangt, muss man ja vielleicht mal wieder erwähnen, und machen uns heute jetzt erstmal zurück in die Zitadelle, ganz spontan, ganz schnell mit einem wunderbaren Portal, weil was sollen wir zurücklaufen, ne? Oha. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Lakaien. So hast du vorhin nicht von ihm geredet, ne? Ihr habt eure Zerstörung nur herausgezögert, nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Der Stein wird trotzdem mir gehören. Das wollen wir jetzt mal sehen. Ach, wie super Lippen will ich das ja gar nicht nennen. Was auch immer Maulsynchrone ist, ey. Mr. Laweil will was von uns. Was gibt's denn? Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Okay. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Sollen wir mal nachgucken, hm? Machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal. War hier jetzt irgendwas? Ach ja, hatten wir schon. Verkaufen wir gerade fix. Oh, hier wird wieder gequatscht. Hey Drick, was gibt's denn? Oh, nicht herstellen, ich will mit dir reden. Was gibt's denn Neues? Die letzte Etappe. Die Zeit ist nur so verflogen, seit ich mich euch in Neu-Tristram angeschlossen habe. Mhm. Schaut uns jetzt an. Wer hätte gedacht, dass es uns hierher verschlagen würde? Und jetzt bringt uns jede Stunde, die vergeht, näher zu unserem Ziel. Oder tot. Aber haben wir wirklich eine Chance? Wir werden als Sieger hervorgehen oder bei dem Versuch sterben. Klare Worte. So, mal gucken, ob hier... Er hat auch wieder was. Er hat gierige Shen. Was gibt's bei dir Neues? Harte Fragen. Oh je. Das ist aber ein strenger Gesichtsausdruck. Ihr könnt genauso gut sagen, was ihr denkt. Der Gott Vulkatos wandelte unter meinem Volk und verteidigte den heiligen Berg vor unseren Feinden. Wenn ihr ein Gott seid, so solltet ihr seinem Beispiel folgen. Wer sagt, dass ich das nicht tue? Ich jage nach einem Juwel, das die Welt verschlingen würde, wenn es könnte. Das würdet ihr wohl auch. Ich habe gesehen, wie ihr euch wie ein Berserker auf einen Rostbraten gestürzt habt. Ich dachte, jemand würde mich auffordern, ihn zu teilen. Oh Mann. Kleiner Egoist, ey. Wow, was war das? War das ein Grafikfehler? Hab ich genau aufgepasst. So, was will denn der Schuft hier noch? Der Reichtum des Schufts. Was stellt ihr mit all den Reichtümern an, die ihr findet? Ich finanziere damit selbstverständlich mein verdorbenes und extravagantes Leben. Mhm. An einem Ort wie diesem? Das bezweifle ich. Na schön. Vielleicht habe ich auch woanders eine bessere Verwendungsmöglichkeit für meine Schätze gefunden. Ihr sendet sie fort? Hier? Wir haben alle unsere Schulden abzuzahlen, mein Freund. So, man, tauschen wir gerade einmal kurz. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit euch zu reisen. Ja, ich mich nicht so ganz. Templar hat nichts zu reden, das wollte ich nur wissen. Und tschüss, es ne? Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Ja, ja, ne. Gut, gehen wir mal gucken, was dann los ist. Oha. Ich verliere die Kontrolle! Okay, verrecken auch sofort alle. Oh, und sie kommen auch sofort wieder. Wie nett! Lea, Lea. Oh, die haben, schreibt ja auch noch Bücher, um Gottes Willen. Da halten wir mal ein bisschen. Ich dachte, ich müsste sterben, öfter gucken als ich müssen. Sah, wie der Zorn der Dämonen aus dem Seelenstein entkam. Tyrael und mein Begleiter kämpften gegen sie, aber ich konnte ihnen nicht helfen. Es war, als gäbe es einen Schleier zwischen ihnen und mir. Was tut der Seelenstein mir an? Asmodan muss endlich sterben. Dann werde ich wieder ich selbst sein. Wir arbeiten daran. So, was will denn deine Mutter? Leiden. Ah ja. Es muss schrecklich für euch sein, eure Tochter so leiden zu sehen. Jeder Mensch leidet. Aber für etwas zu leiden, das größer ist als man selbst, das zeichnet einen wahren Helden aus. Meine Tochter ist alles, was ich mir je von ihr erhoffte.
Na, wenn du das sagst. Und Lea, was meinst du? Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Er kommandiert seine Streitkräfte aus dem Ariad-Krater heraus. Ich werde das Schlachtfeld überqueren und diesen Wahnsinn beenden. Das klingt ziemlich wahnsinnig. Ja. Fühlt ihr, wie die Bastion erbebt? Ja. Das sind Asmodans Belagerungswaffen. Die Rettung dieser Mauern war nur von Bedeutung, wenn sie jetzt nicht doch noch zertrümmert werden. Ich werde auf das Schlachtfeld gehen und die Ballisten eigenhändig zerstören. Endlich! Ja, ist ja gut. Der ewige Konflikt. Erzählt mir mehr vom ewigen Konflikt. Seit Urzeiten kämpfen die Mächte von Himmel und Hölle um die Kontrolle über den heiligen Weltenstein. Bis zu dem Tag, an dem er von Abtrünnigen gestohlen und dazu benutzt wurde, eure Welt zu schmieden. Seitdem haben sich die Mächte der Hölle mehr dafür interessiert, die Menschheit zu verderben, als sich uns auf dem Schlachtfeld zu stellen. Sie wollten uns als Waffen einsetzen. Sie wussten, dass die Menschheit das Zünglein an der Waage sein und das Mächteverhältnis für immer in eine Richtung verschieben würde. Und ganz offensichtlich habt ihr das auch. Klar. Die Entstehung der Welt. Ich würde gerne mehr über die Entstehung unserer Welt hören. Um dem ewigen Konflikt zu entkommen, kam eine Gruppe abtrünniger Engel und Dämonen zusammen und erschuf ein verstecktes Paradies für sich selbst. Sie nannten diese Welt Sanctuario. Letztendlich vermischten sie sich und daraus entstand die Menschheit. Aus diesem Grunde habt ihr sowohl Gutes als auch Böses in euch und die Macht über beide Reiche als euer Geburtsrecht. Die Macht eurer Nephalem-Vorfahren flößte ihren Eltern so viel Furcht ein, dass diese den Weltenstein veränderten, um sie zu schwächen. Sie wussten, dass sie etwas Unvorstellbares auf die Schöpfung losgelassen hatten. Es sind nur wir, was auch immer das... für einen, wie ich das jetzt bekommen habe, aber freut mich. Das Ende des Krieges. Was werdet ihr tun, wenn das hier vorüber ist? Vorüber? Dieser Krieg wird niemals für mich enden. Selbst wenn wir alles Böse für immer besiegen würden, so werde ich doch die Narben dieses Albtraums bis ans Ende meiner Tage tragen. Tja. Was ist mit eurer Tochter? Gibt es keine Hoffnung für sie? Ich wünschte, Lea könnte das Leben haben, das ich niemals hatte. Aber in Wahrheit fürchte ich, dass auch sie verdammt sein wird. Unterschätzt sie nicht. Sie ist stark. Trotz allem werde ich weiterhin für euch beide hoffen. So, dann gehen wir einmal da lang. Gucken wir. Hier gibt es bestimmt... Ja, klar. War klar. Was hast du denn noch? Ein heiliger Pakt. Ich erinnere mich daran, wie ich vor dem Propheten stand. Mein Leben hing an einem seidenen Faden. Doch er hat mich und meine Schwestern... geheilt. Der Prophet war ein Priester? Nein, nicht so richtig. Ich kenne seine wahre Natur nicht. Ich weiß nur, dass er über große Macht verfügte. Er lobte uns dafür, dass wir die Dämonen getötet hatten. Er war sehr freundlich. Als wir uns wieder erholt hatten, bot er an, uns weiter auszubilden. Ihr habt eingewilligt. Ja. Klar. Ich schulde ihm mein Leben. Es würde ihm Freude bereiten zu wissen, dass ich dabei helfe, die Herrscher der Höllen zu töten. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. So, jetzt gehen wir einmal nochmal direkt wieder runter und gucken, ob da noch ein neues Buch von Lea liegt. Ich kenne ja mein Glück wahrscheinlich. Nicht? Gut. Kein neues Buch, oder? War es weiter hinten? Ich gucke gerade nochmal. Nein, hier ist nichts los. Dann wieder hoch. Und weiter quatschen. So viel Story. Gibt es hier noch irgendwo irgendwie was? Ja, klar, Hedrick ist wieder... Die Wogen der Schlacht. Die Männer erwarten von euch, dass ihr sie führt. Wenn ihr die dämonischen Horden zurücktreibt, gibt ihnen das neuen Mut. Der Verlauf dieser Schlacht hängt von euch ab. Vergesst das nicht. Mach ich nicht. Versprochen. So, was ist denn? Die Dinge scheinen besser zu stehen, Martha. Es gibt kaum noch etwas zu töten. Ich wusste, dass du es schaffst.
Da sind noch andere Soldaten außer mir, falls du es nicht bemerkt hast. Nein, das habe ich nicht bemerkt. Und der habgierige Shen hat auch wieder was zu quatschen. Die Schlachtfelder. Ihr geht hinaus? Jo. Ich muss. Asmodan wartet. Zieht euch warm an. Ein oder zwei Kleidungsschichten mehr könnten nicht schaden. Zu warm gibt es nicht, sage ich immer. Ihr habt euch seit der Wüste kaum verändert. Oh nun, das ist recht simpel. Ich stecke mir einfach ein paar Feueropale in die Taschen und unter meine Händen, dann wird mir nicht kalt. Die ersetzen die lange Unterwäsche. Ach, gut zu wissen, ne? Ich habe einige neue Waren, die für euch vielleicht von Interesse wären. Zeig mal her. Können nicht alle Krieger sein. Es muss auch Leute geben, die Ausrüstung verkaufen. Könntest du mir auch schenken, ne? Aber naja. Reparieren. Reparieren. So, ich denke, dann können wir. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob der lustige, wunderbare Paladin jetzt auch noch was zum Quatschen hat. Wäre jetzt an der Zeit. Und wenn nicht, machen wir uns auf. Sie werden Reis ausnehmen, wenn sie uns sehen. Mhm. Es ist gut, tschüss. Wieder mit euch zu kämpfen. Finde ich auch. Du bist immer noch mein Liebster, ne? Auch wenn du strunzendumm und unfähig bist. Bist aber immer noch besser als alles andere. So, dann gehen wir jetzt mal raus. In den Schnee. Begibt euch durch das Ariad-Tor. Machen wir, wenn wir da durchlaufen. So. Die Bastion ist sicher. Genug des Kampfes innerhalb der Mauern. Ich werde mich jetzt Asmodans Kriegsmaschinen im offenen Feld stellen. Klingt nach einem Plan. Wie gut er ist, wird sich dann zeigen. So, liegen wir los. Was ist hier los? Gottes Willen. Was soll denn das? Fragt ihr euch je, warum Lyndon noch bei uns ist? Ich hätte erwartet, dass er sich inzwischen aus dem Staub gemacht hätte. Möglicherweise verspricht er sich noch weiteren Profit aus unserem Vorhaben. Wow, da explodiert schon wieder was. Was soll denn sowas? Es ist ein gutes Gefühl, wieder auf dem Schlachtfeld zu stehen. Ja, ich find's auch gut, dass es mal nicht drinnen ist, sondern mal draußen. Feldwebel! Den Göttern sei Dank, ja. Ihr seid hier! Ihr müsst diese Ballisten zerstören! Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen! Wir halten nicht viel länger stand! Alles klar. Bevor wir das tun, gehen wir aber natürlich wieder rein, ist ja klar. In den Schutzbau. Bei dem Namen blieb mir jetzt nichts anderes übrig, ne? So, der ist glaube ich aber nicht so lang. Schrein der Raserei. Ich nehme natürlich alles mit. Vielleicht gibt es hier ja wieder irgendwelche Quests oder so. Bis jetzt gibt es nur Sackgassen. Das ist auch nicht schlecht. So. Nicht viel los hier. Im Schutzbau. Wow. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So viel zum Thema, wir vertagen die Schlacht nach draußen, ne? Ja, ja, ja. Zack, verlagern, vertagen. Verlagern, wollte ich sagen. Hier gibt's nix. Hier gibt's ein paar Fackeln. Oh, es haut jetzt auch nicht so viel raus. So, was ist hier los? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Meine Hiebe vernichten euch. Das sind wieder die aufgeschnittenen Menschen, die auf ihren Rippen laufen. Die Qualstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschen, sag ich doch, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Es ist komplett ekelhaft. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Fraglich, wo das Gift herkommt, aber das ist wahrscheinlich auch wieder die Galle oder so. Aber es ist schon ganz schön abgeekelt. Abgefuckt eklig. Super doll. Widerlich. Bäh. So, was gibt's hier? Nix. Wieder mal Leichen zum Poken. Trotz so ein Counter. Wie viele Leichen hast du angefasst, während du das Spiel gespielt hast? So, hier gibt's einen Katapult. Ich dachte, ich hab die alle hochgezogen. Oh, Vögel. Meine Hiebe fertig. Oh, feuerspuckende Vögel. Sehr ungut. Dass die hier reinfliegen.
Hey, haben Sie das gewusst? Ja, ja, macht mal. Ich guck erstmal hier rum, ne? Ja. Ist doch kein so guter Plan. Wir sollten uns doch direkt um sie kümmern. Oh, die teilen ganz gut aus mit ihrer Feuerscheiße. Das ist nicht gut. Mal gucken, ob wir inzwischen schon neue Heiltränke gefunden haben. 1600. Packen wir die mal darauf, dass wir dann auch, wenn wir sie dann brauchen, auch den besten Amount of Health bekommen. Wie viel haben wir eigentlich? 2000 irgendwas schon. Da lohnt sich das ja sogar. Mal zu wechseln. So. Oh. Oh. Guten Tag. Ah. So ein Dicker. Aua. Was soll denn das? Oh, hör auf, dich hier zu schützen. So uncool. Oh, ein Riesenhammer. Gudi, jetzt ist wieder die Frage. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, kaputt die Scheiße. Was soll's? Okay. Hier geht's runter. Gibt's da irgendwas? Außer noch so ein Lastkran oder so eine Leiche zum Anfang. Wunderbar. Ich warte irgendwie auf so Goldgoblins oder so ein Scheiß. Oh, eine Truhe. Das geht auch. So, nicht viel los hier. In dem Dungeon bis jetzt. Oh. Jetzt ist wieder die Qual der Wahl. Hoch oder runter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Schauen wir mal. Ah. Das war eine gute Entscheidung. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt runter. Mein Tee geht langsam zur Neige. Ja, ist nicht gut. So. Durch hier. Hier gucken. Eine Kiste. Oh, jetzt wird's. Ein mächtiger Gegner, das ist ungut. Das ist. Was machen die denn? Blocken, ja gut. Da kann ich gerade noch mit leben. Nicht so schlimm. Ah. Geh weg. Nee, nimm das noch. Was für eine monströse diese Kreatur. Stand auch dran, was es ist. Bups. Auch noch. Uah. Können einem doch ein bisschen leid tun, die Viecher. Die Vorstellung ist sehr unangenehm, so umgeformt zu werden. Schnauze. Das hat man davon, wenn man erst post, bevor man zuhaut. Man stirbt. So, hier gibt's nix. Noch mehr nix. Uah. Hinab. Oh, was zum Anfassen. Oh. Und ganz viel Eis. Was auch immer das. Ach so, das ist hier so ein Burggraben-Wasserdingens. Deswegen ist hier Eis drin. Ich wollte gerade schon fragen, wie das denn hier hingekommen ist. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Das sieht aus, als wäre es der richtige Weg. Aber ich will trotzdem hier lang, weil wir schon da stehen. Oh, das sah blau aus. Und es ist blau. Die Urahnen sägt mir heute. Achso, gut, das geht auch. Ja, wieder einen neuen Scheißgelände. Wir müssen mal gucken langsam, ob es nicht. Was zur Hölle? Brichst du denn hier durch die Wand? Wenn ich mal wieder umskillen müssen und so. Ah, keine Lust mehr. Es läuft ja noch. Nicht so das Gefühl, dass wir schon wieder was Neues gelernt haben. Aber wir gucken gleich mal. Jetzt, um genau zu sein. Ah, ne, es ist Inventar. Das könnte. Die mit Bastion zwei Steinen. Eine glanzvolle Festung. Wie konnte sie was in bringen, einen ja? solchen Zustand geraten? Gehen wir direkt mal gucken. Dämonische Belagerungswaffen verlangen auch der mächtigsten Festung ihren Tribut ab. So, schau das aus. So, ich muss mal gerade gucken, wie viele rote Steine wir schon haben. Vielleicht reicht das. Hier haben wir einen dicken und hier nur leider zwei kleine. Das reicht noch nicht. Mist. Aber wir heben die Hose mal. Oh, was ist hier los? Wir heben sie auf jeden Fall mal auf. Da ist der Pardon schon wieder rum. Aber bevor wir den zu Ende machen, machen wir gerade hier noch. Verkaufen machen wir noch. Ich gucke gerade schnell, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Upp, nein. Dann schnell verhökern und dann ist es auch schon wieder rum. Hier sammeln. Die Schlachtfelder sind Leichenhäuser des Todes. Ja. Der Zerstörung.
Keiner überlebt lange da draußen. Ich aber schon. Ich bin sicher, dass ihr keine Probleme haben werdet. Danke für diese Motivationsrede. Oh, falscher Knopf. So, gerade wieder zurück. Okay, damit ist der Part wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Im nächsten Part gucken wir uns dann den Rest hier an und machen uns dann endlich auf hinaus auf das Schlachtfeld. Bis dahin, euer Blaufuchs.